Willkommen zurück bei Diablo 3 Reaper of Souls. Ich sehe gerade unten links, ich habe eine ausstehende Nachricht und da steht folgendes: Vielen Dank für Ihre Vorbestellung von Diablo 3, aber gerne doch. Als Zeichen unserer Dankbarkeit erhalten Sie von uns diese Schwingen der Tapferkeit. Wenn Sie Imperius sehen, sagen Sie ihm bloß nicht, woher Sie die Schwingen haben. Ich fordere die mal eben ein. Und ja, wo kommt die? Ah, um zu aktivieren oder deaktivieren? Uhuhuhu. Guck mal, Coily. Sieh schon. Ja gut, das ist natürlich fett. Okay, dann gehen wir mal in dieses alte Schmugglerlager. Das alte Event haben wir jetzt leider nicht mehr. Irgendwas ist da abgeschmiert. Man kennt's ja, aber... Wow, was ist er denn für ein Typ? Er hat einfach mal direkt gestunt. Einfach mal so ganz direkt. Er hat's halt drauf. Ich finde das... Ja, den Seelentiegel, klar, das ist unsere Hauptquest. Aber hier tötet die Seelenernter, die das Lagerhaus angreifen. Machen wir. Immer doch, kein Problem. Soll sich ja keiner an meinem Rumpf vergreifen. An deinem Rum? Ja, eher an unserem Rum, ne? Was? Ja, gut, okay. Ich gönne den. Wer hat die leuchtenden Schwingen? Aber sag's bloß nicht Imperius. Ja. Ich glaube, die werde ich aber im Laufe des Let's Plays, vielleicht schon im nächsten Part, wieder ausziehen. Die sperren ja doch ein bisschen Bildschirmeinsicht. Nicht genug Disziplin. Ja, wobei, wie gesagt. Wobei es was hat, ne? Was bringen die eigentlich? Optik. Achso, die bringen einfach Optik. Gut. Aber klar, ich fühle mich jetzt wie ein Engel. Ah, alles klar, jetzt verstehe ich das. Das ist ja ordentlich. Was muss hier im Gasthaus, im Lagerkeller? Große Party. Über mehrere Floors. Wer legt denn auf? Ja, ich glaube DJ Untergang. Was ist denn mit deinem kleinen Wölfli? Ist der wieder nicht startklar? Ja, doch, jetzt ist er wieder startklar. Wusste ich's doch. Hauptmann. Hinter dieser Tür befinden sich Zivilisten. Ich werde sie nicht öffnen, bevor nicht alle Seelenernter tot sind. Ah, da unten steht ja noch einer. Huh, wir schießen mit unseren Feuerpfeilen drauf. Okay, ich glaube, das war's. Oh, was hast du denn noch gefunden? Nix. Nur was kaputt gemacht. Eine Legendary. Nein, Scherz. Hey. Wir sind hier schon. Ja. Erstmal ein Ereignis abgeschlossen. Yay! Oh, eine prächtige Truhe. Oh, eine prächtige Truhe. Es kribbelt, Coily. Aber sowas von. Marquis Topas? Hm, hab ich auch gekriegt. Was? Die kriegt man einfach mal so nachgeworfen? Ja, da weißt du jetzt. Jetzt wissen wir, was unsere tollen ganzen Edelsteine wert sind. Nichts! Ich habe auch jetzt schon mal einen besseren Helm gefunden, das gibt's doch gar nicht. So, wie mache ich. Nutze ich jetzt diese komischen Schwingen der Tapferkeit? Du forderst die ein und dann machst du Rechtsklick, um zu aktivieren und Rechtsklick, um zu deaktivieren. Uhuhu. Wow. Kleiner Leuchtefix, den lass mal hier raus. Ich sag mal, für diesen Part lassen wir es drin und dann überlegen wir mal. Naja. So, wo bist du? Du hast schon wieder gefunden, habe ich gehört. Schreien der Erleuchtung und so. Mensch, hier, die ganzen Gassen, das ist natürlich ganz nett gemacht. Wir gehen mal hier in das umkämpfte Herrenhaus. Von einer umkämpften Party zur nächsten. Der Knopf hat halt der erste. Erobern wir mal weiter in das Clubleben. Ich merke schon, ist hier richtig so. Schnell! Die Reeperbahn von Westmark, ne? Yep. Hier die Tür. Oh, geil. Wie geil ist das denn? Nice. Sogar noch richtig viel Karte. Die hat richtig Mühe gegeben. Das ist alles Justinians Schuld. Und so jemand nennt sich König. Tja. Und hier wieder rein. Und noch mehr Partygäste. Oh, hier ist dann richtig der Spaß am Überkochen. Aber die Musik ist geil. Fällt mir mal. Jo, das stimmt. Hier ist ja aber auch so ein super Seelenernter. Justinian ist bestimmt bereits aus der Stadt geflohen. Wo es ist an der Zeit, dass das Volk sich naja, hier auflehnt. Ist einer. Also bei dir. Stand verloren. Die Stadt steht am Rande des Abgrunds. Ich komm mal zu dir. Aber dies ist die Gelegenheit, uns zu befreien. Ja, alles gut. Ich hab gerade Arkanstaub gefunden. Gibt's hier neue Handwerksmaterialien jetzt? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich kann ja, aber da hinten irgendwas übersehen. Irgendwas kann ich auf jeden Fall nicht. Magisches Handwerksmaterial. Ich habe ein neues Handwerksmaterial gekriegt. Hä? Was ist denn hier los? Ach, Gruppen von Landarbeitern gerettet. Okay. Okay. Gucken wir mal, ob hier die nächste ist. Hübsch. Moin. Noch jemand, der mich stört. Oh, 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 oh. Ganz großer Spaß. Ganz großer Spaß. Auch. Spaß. Wolfili?
Sehr gut. Oh, das läuft doch. Ich brauche mehr Disziplin. Wiedergängerbogenschützen, die kleinen Seelenernter. Meine kriegst du nicht. Kunst, ja. Haben wir die jetzt gerettet? Ja. Offenbar. 2 von 3. Fehlt noch eine. Wo haben wir denn die übersehen? Die soll eigentlich da sein. Vielleicht haben wir aber irgendwo da unten noch einen Gegner übersehen. Ich nehme es gerade mal an. Ich vermute auch, irgendwo müssen wir... Da steht einer auf der Treppe. Boah, nicht sein Ernst, oder? Oh, ich bin das Große. Er hat auch noch richtig viel Energie. Severin. Danke für eure Hilfe. Gerne. Aber das ist noch nicht das Ende. Okay. Der König hat uns alle im Stich gelassen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest dies. Sein privates Tagebuch. Uhu. Wie ist es in euren Besitz gelangt? Tja. Nun, sagen wir einfach, es stammt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Klingt nach einem richtig guten König. Oh ja. So, wo gehen wir denn mal hier lang im schönen Westmark? Gen Süden? Guck mal, was da von hinten kommt. Oh, hübsch. Todesmeiden. Das ist eine kleine Maid, die kleine Schildmaid. Ja. Mit der großen Sense. Und mit der ganz großen Sense. Partyspaß für die ganze Familie. Die große, kleine und die ganz kleine. Ja, und diese komischen Typen hier. Los, komm. Meine Güte. Das ist aber auch gut hier. Trüche. Gehen wir mal nach hier. Trüche. Was denn? Trüche. Oh, eine Truhe. Ja, aber das ist nur blau. Wobei, der blaue Helm, den ich gefunden habe, der war schon von einem Wert besser als mein Helm, den ich jetzt trage. Die Frage ist, ist das jetzt gut? Ich habe zu wenig. Das ist schon ein bisschen traurig. Also klar, es gibt nochmal neue Items. Das ist eigentlich ganz gut eigentlich. Es gibt ja auch ein paar neue Skins, habe ich schon gesehen. Sogar der Händler hatte eine Waffe, die fast besser war als meine Zweitwaffe. Interessant. Ja, das ist allerdings wirklich interessant. War halt Stufe 61, ne? Ich nehme mal an, das wird noch deutlich zunehmen. Ja, mein Wölfen, ja. Gut. Oh, ich muss demnächst mal wieder reparieren, fällt mir mal auf. Ich habe wieder verwertbare Teile gefunden. Ey, das ist ja riesengroß hier, lass das mal hier weiterlaufen. Gut. Du wirst schon nicht umfallen, Coily. Ich folge dir. Und selbst wenn, du weißt ja, ne? Früher oder später gibt's eh wieder Futter ausgefunden. Yep. Yep. Ich mach dich tot. Boah, diese Exorzisten, ja, die halten auch echt was aus, so. Ja, ganz schön standhaft. Das wird noch spannend, glaube ich. Wie gehen wir hier hoch? Oder oben ist ein Schatzkobold, schaffen wir es diesmal? Na, würde ich vorschlagen, sollten wir es erstmal hier... Aber klar. Die guckt sich schon immer so um. Hä? Kommt da jemand? Kommt da jemand? So, wollen wir? Ja, jetzt müssen wir so und so. Ich brauche mehr Disziplin. Er läuft! Er läuft schon wieder viel zu weit weg. Er ist vor allem ziemlich schnell. Oh oh. Alles was du kannst, Wölfili! Jawoll. Heieieiei. Imperialer Diamant. Was auch immer das ist. Ich habe nur Marquis gekriegt, nur in Anführungsstrichen. Das kann mal eben plus 66 gegen alle Schadensarten sockeln. Hier, Imperial. Was? Wie sieht der aus? Warte mal. Nochmal ein bisschen schöner. Ja, warte, ich muss mal kurz den Gruppenchat öffnen. Ja, sicher, ey. Mhm. Ist klar. Ist klar. Man, gut, wir haben uns so Gedanken über unsere Steine gemacht. Ich wollte gerade sagen, gut, dass wir gute Steine haben, ne? Mhm. Brauchst du nicht mehr? Sehr gut. Oh, hier ist irgendwas. Irgendwas dickes, fettes. Diese Kreatur muss sterben. Oh ja. In so ein Party. Wow. Geht aber gerade einiges ab auf dem Bildschirm. Jo. Ich habe zu wenig Disziplin. Ich glaube, ja, mein Diener hat tot und das dauert schon ewig. Mein Gott, los, komm, gib mir ein bisschen Gas hier. Mann. Die laufen auch weg. Wie ätzend ist das denn? Ich kümmere mich jetzt mal um ihn.
Um Feliron Weitschuss. Ja, klar läuft er weg, wenn er weit schießen kann. Jetzt ist er allerdings gestunt. Das hätte ich jetzt auch gern. Ich fand, die Mönchsgillung hatte so einen schönen Namen. Cookie Cutter. Cookie Cutter. Nicht genug Disziplin. Der Kuchenschneider. So, da geht er down. Aber nix, nicht mal was Goldenes. Doch, bei mir. Ah, ich hoffe noch auf den Diener. Boah, ich freue mich so, dass es endlich vorangeht. Haben sie auch ein bisschen auf sich warten lassen mit dem Update? Ja, 2 Jahre, ne? Mhm. Dann schließen wir erstmal die Lücke hier, die wir noch nicht erforscht haben. Seelenernte, davon gibt es irgendwie verdammt viele. Die Todesmite, meinst du? Ja, nee, ich meine die Seelenernte, aber Todesmite... Jo, erstmal Marquis Amethyst auf dem Boden, gar kein Problem. Ja, also wie gesagt, wir können im Grunde die ganze Truhe wieder wegschmeißen. Ey, ja, zumindest, naja, oder gleich weiterschmieden, ne? Ja. Aber wir werden ja auf jeden Fall keine alten Steine mehr finden. Disziplin. Also was jetzt nicht mehr geschmiedet werden kann, ist verloren. Naja. Gucken wir mal hier hoch. Und streifen noch ein wenig durch die Straßen. Das ist hier eigentlich kein Mitternachts-Shopping. Hier oben ist eine Tür zu. Oh, das ist doof. Ja, das ist Oh. Herbeirufer der toten Seelenernter. Der ist bestimmt freundlich gesinnt. Ich habe zu wenig Disziplin. Entschuldigung, was treiben Sie des Nachts denn hier noch auf den Straßen? Er macht seinen Nachtwächterjob. Ja. Mit der Sense. Ja. Wobei ich diese Nachtwächter-Statuen ziemlich cool finde, muss ich sagen. Ja, die haben auch immer so komischen Spieß mit Zahlen und sich so, ne? Ich glaube, das ist keine Sense. Nee. Wobei das witzig ist. Aber klar. Dum, da, dum, dum, da, dum, los. 96.000 Schaden. Wollen wir jetzt hier oben das ja, in die Brauerei, Mann? Ja, ja, oh, sorry, ja, natürlich. Müssen wir hin. Hallo? Ganz Bier! Klar. Bier. Neues Ereignis. Die verlorene Patrouille. Helft dem Patrouillenführer, seine nicht Männer zu genug retten. Disziplin. Mensch, da ist aber was los in der Stadt hier. Ich wollte gerade sagen, jeder will was von uns. Die ganzen Touristen, die hier angereist sind, machen nur Ärger. Diesmal nehmen wir auch alle mit und lassen nicht einen auf der Treppe stehen. Und zerstören noch ein bisschen Inneneinrichtung. Wenn wir schon mal vorbeikommen, dann richtig. Einige meiner Männer sind im Hof von Wiedergängern umzingelt. Bitte helft mir dabei, sie zu retten. Wiedergänger. Aber gern. Hallo, Wiedergänger. Ich brauche mehr Disziplin. Ich warte immer noch. Oh, los, komm. In der Stadt gibt's ja einiges zu tun. Oh. Hallo. Postgrave, der Usurpator. Der Usurpator. Was auch immer der Usurpator ist. Los, komm. Go. Vielleicht wollen sie auch Pastor schreiben. Ja, wahrscheinlich. Der besondere Pastor. Irgendwas Goldenes. Jo, bei mir auch. Wisst ihr, warum das hier geschieht? Es ist völlig ist das Wahnsinn. Ihr deren Ernst? Bringt eure Männer zur Enklave. Wie kann ich dir Sachen zeigen? Im Gruppenchat einfach. Hau Enter. Dann, also öffne erst dein Inventar, dann drück Enter, ja. Dann bist du ja hoffentlich schon im Gruppenchat und dann machst du die Großschreiben-Taste jetzt gedrückt und klickst auf das Item und drückst dann nochmal auf Enter. Was? Großschreiben-Taste jetzt gedrückt und dann klickst du auf ein Item und dann wird es unten im Chat verlinkt und dann drückst du nochmal auf Enter. Nee, erst drückst du Enter, dann Shift gedrückt halten, dann klickst du das Item an. Ach, ist egal, sonst zeig's mir später. Egal, ich krieg auf jeden Fall mal ganz nebenbei 45% mehr Schaden. What the? Und das ist eine goldene Waffe. Nee, das Glück hatte ich leider noch nicht. Ey, krank. Aber ich hab Faustwaffen gefunden, die einen ganz anderen Look haben. Das kann ich ja sagen. Die sehen aus wie so kleine Piken hier. Guck dir die mal an. Hm? Hab ich verlinkt im Chat. Achso. Ja, stimmt. Kranker Scheiß. Interessant, auf jeden Fall. Ja.
Also ich bin gerade von meiner Waffe total geflasht. Die macht einfach mal 1600 irgendwas Schaden. Krass, was ist denn das jetzt geworden? Bogen wieder, oder? Bogen, ja. Hat zwar keinen Sockelplatz, aber den brauche ich auch nicht mehr. Stell dir mal vor, der hätte noch einen Sockelplatz und du findest jetzt so einen Mega-Marquis Rubin. Ja. Dann gute Nacht. Hätte ich mal einen Magier gespielt, den hätte ich schon so toll ausstatten können. Wie geil ist denn bitte Rache? Ich hab im Endeffekt so ein Turbo. Ja, vor allem schießt du in alle Richtungen. Es gibt keinen Gegner, den du nicht gerade fertig machst. 45% mehr Schaden. Davon träume ich nachts. Eieieiei. Noch nicht bereit. Du machst das mal alleine, ne? Das ist einfach zwei. Also Standard mal eben so 100.000 Schaden. Wow. Das macht Aua. Wurms. Eieiei. Wow, weg hier. Was hab ich denn für einen Schrott gekriegt jetzt? Ein Einhandschwert. Hier, Bob. Möchtest du das Einhandschwert haben? Ja, bedingt. Na dann nicht. Für die Zweithand würde es gehen. Ja, muss jetzt nicht. Das war jetzt einfach nur... Just for the lols. Just for the lols. Na dann. Ich kann da noch ein bisschen Zähigkeit aufstocken. Hast du gute Handschuhe? Ich weiß nicht. Schau sie dir an, die ich hab. Mehr hab ich nicht. Nee, ich meine deine, die du anhast. Ja, hab ich. Du hast hier diese Legendary-Handschuhe an, ne? Ja. Ich vergesse das immer. Ja, lass später drüber gucken. Achso, warte mal. Wir sollten auf jeden Fall immer in die neuen Sachen gehen, die wir geöffnet haben. War das da unten die Brauerei? Ja. Dann lass mal gucken, was das hier ist. Haus der tiefen Trauer. Ja, das ist tatsächlich nicht Trauer. Genug Disziplin. Ich sagte doch, ihr sollt verschwinden. Diese Monster haben mich meiner Menschlichkeit beraubt. Oh. Sie ein bisschen aus wie bei Thief. Hübsch. Oh. Lady Victoria. Eine ganz charmante Dame. Du mit deiner Rache, ey, das geht überhaupt nicht klar. Nee, das geht echt nicht klar. Wenn ich mir das angucke, bei mir tickern die Zahlen nur so runter. Ist klar. Das schreckliche Geheimnis habe ich gefunden. Ihre Monster töten alles und jeden. Was wird passieren, wenn sie die Wahrheit über mich erfahren? Oh, das wird aber nicht mehr lange dauern, Coily, und die Werte tickern nach oben. Den sie überlebt hat. Ich mag es mir gar nicht ausmalen. Ja. Krank. Kranker Scheiß. Uiuiui. Achso, warte, ich hab ja noch gar nicht. Guck dir einfach mal dieses Zweihandschwert an. Ey. 1900 Schaden. Sorgt aber nicht dafür, dass ich insgesamt mehr Schaden mache. Schade eigentlich. Sonst wäre ich vielleicht mal mit einem Zweihänder rumgelaufen. Nur, ich muss aber mal gucken. Ich habe ja auch eine neue Fertigkeit gekriegt. Glaube ich. War das in der primären oder wo gab's die? Naja, nur unter deinem Skill und guckst. Das neue Fähigkeiten. Ah, schau ich nachher nochmal. So, erstmal weiter. Ja, schon mal weiter. Gut. Was haben wir hier unten? Ein Herbeirufer. Deren Ernst, also das mit. Ja, du hast auf jeden Fall jetzt den Ansporn, hier noch ordentlich was zu reißen. Jetzt verstehe ich auch, wieso es Qual 7 gibt. Ja. Gut, aber erstmal muss man jetzt wieder ein bisschen rankommen. Gut, erstmal muss man überhaupt aufsteigen. Ja. Diese kleinen Gassen, das finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Das ist recht liebevoll gemacht, ne? Ja. Echt so ein Städtchen, was man jetzt so Stück für Stück erkunden kann. Was anscheinend auch echt groß ist. Wir gehen bewusst erstmal die Wege, die wir gar nicht gehen müssen, um so ein bisschen auch mal die Nebenquests zu zeigen, die man dann noch hat. Sind ja doch deutlich weniger geworden. Aber hier sind jetzt ja ganz schön viele kleine Neben-Events, die hier runter tickern. Gold, 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 Gold. Hier mal eben die Gasse schließen. Okay. Oh, ich habe eine prächtige Truhe gefunden. Oh ja. Oh. Hauptmannsplan. Irgendwie was
was kann? Nee, noch nicht. Da geht's nachher weiter. Dann lass erstmal auf dieser Seite weiter gucken. Da haben wir noch lange nicht alles erkundet. Ich folge dir. Du folgst mir. Das ist aber schön. Oh, was macht dein Wolf? Okay, hier sind wir wieder beim Haus der Team Trauer. Ich würde sagen, Coily, im nächsten Part erkunden wir den Rest der Stadt und schauen dann mal, was in der Gideonsgasse noch so abgeht. Und ja, danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar, Leute. Haut rein, Leute. Ciao.